Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Diesmal auf Takarigua. Einer kleinen Zuckerrohrplantage, Insel, auf die es uns diesmal verschlagen hat. Und da sind wir Scavenger. Und das was zum Einsammeln. Oder auch nicht. Ja. Warzenschweine. Okay. Lalalala. Scavenger. Brauchst du wohl was aufs Schmaul, oder? Los, mach, zeig's denen. Ist er schnell. Ich wusste, ich hab's immer voll drauf. Bam! Und noch ein. Darum kannst du dich kümmern. So, Takarigua, ne? Nee, Takarigua hat sich sehr verändert. Vom zweiten Teil zum dritten jetzt. Das merkt man doch schon. Und wir finden wieder haufenweise Futter. Das ist sehr gut. Weil unsere Reserven sind schon fast erschöpft. Von unseren 100 sind noch so jämmerliche 70 übrig geblieben. Aber 69, Entschuldigung. Schauen wir mal auf die Karte. Ah ja, komm, warum? Oder? Ah ja, komm, warum nicht? Gehen wir mal hoch. Kann ja nicht schaden, wa? Bei Fuß. Mendoza. Ach so, falls ihr euch natürlich fragt, ey, warum nimmt der Typ den immer Mendoza? Ich weiß, dass es Mendoza ist, aber ich finde Mendoza viel witziger. Dann guck mal, wer da ist. Hey, Sumpfgolem! Was ist Maul oder was? Au, ja. Ich wollte doch nicht aufs Maul, Junge. Ja, du kriegst es aber aufs Maul, Junge. Junge! 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 Immer in die Fresse! Je größer der Gegner, desto größer der Ruhm. Smaragd-Golem. Da hat er recht. Kompliziertes Schloss. Weißt du was? Charakter, Fingergeschick. Wow! 10.000 Ruhm haben wir noch. Ja, ich möchte die Attributstellen nehmen. So schwierig. Aber wir schaffen es einfach nicht. Den Skill gerade zu halten. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen! Greifst meinen Freund an, oder was? Sie gibt endlich Ruhe. Ich möchte gern auch so eine geile Waffe haben wie Mendoza. Der macht irgendwie sau viel Schaden. Und da uns diese Schattenkreaturen sowieso nicht in Ruhe lassen werden, schlachten wir eins nach dem anderen ab. Wow. Das sieht da hinten sehr einladend aus. Ja, da sind die Inquisitoren. Ich habe mir auch überlegt, mir eine Flinte zuzulegen, wa? Das wäre auch nicht schlecht, finde ich. Sieht jedenfalls cool aus, eine Flinte. Eine Schrottflinte haben wir ja schon. Aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich hätte gerne so ein Gewehr. Um Gewehrmaßnahmen einrichten zu lassen. Ach, böse Maus, so. Tut mir leid, ich musste erstmal meine Maus richtig umstellen. Aber das muss sein, das muss sein, das muss sein. Und ich habe herausgefunden, warum mittendrin dann irgendwann anfängt, nach 2 Stunden zu laggen, Traps. Und zwar, weil nach 2 Stunden Aufnahme habe ich ungefähr 200 GB in dem ollen Ordner drin. Und ja, dennoch, was zusätzlich zu speichern ist, natürlich schon derbe. Ja, wenn die nicht so weit wegfliegen würden. Und wie immer haben wir ein paar Anfangsschwierigkeiten mit dem Laden. Das ist aber ganz normal, denke ich. Der muss ja erstmal das ganze Gebiet hier laden, ne? Genau, das meine ich doch. Gucken wir mal, wo sind wir hier?
Hier sind zwei Bäume, wir machen mal noch die Insel da schnell. Dauert ja nicht lange. Ja genau, wir können uns Zeit lassen. Hoffe ich jedenfalls. Da drüben sind wir nämlich lang gerannt schon. Und so groß ist die Insel ja auch nicht. Und hör auf zu lenken, sag mal, bist du blöd? Da, oh. Ich kümmere mich darum. Böser Jaguar, aus! Böses Miezekätzchen. Immer in die Fresse. Das ist den Drachensnapper da drüben. Mit denen hast du ein leichteres Spiel. Warte mal. Wow, unglaublich. Ich fasse es nicht. Irgendwie sehe gerade der ganze Computer nicht so, wie ich möchte. Ist egal. Das ist der Drachensnapper. Huhu. Schnapp, schnapp. Aufgepasst! Jetzt müssen wir genau ab. Das war ein super Timing. Hilf mir, Mendoza. Aufs Maul mit den Viechern. Ja, Mendoza, du blödes Stück Scheiße, Entschuldigung. Aber mal ehrlich, wie hat der denn gerade gekämpft? War ja mega peinlich, oberpeinlich. Kannst dir was aussuchen. Ah. Oh, Goldklee. Goldklee, also hier fällt. Au. Na, das ist doch eine Herausforderung wert, Mendoza, wa? Das ist doch eine Herausforderung wert. Klar, die machen wir alle platt. Stimmt's, Mendoza? Sprich mit mir, Magibereiten. Noch was hier. Schaut nicht so aus. Wir könnten übrigens mal gucken. Logbuch, hier ist nämlich Takarigua, der Schatz im Totenland. Fick dich. Fick dich. Gucken wir mal. Spielkarte. Ja, fick dich! Nein! Nicht schon wieder das tote Land. Das geht mir auf den Sack. Ah, Mendoza. Oh, ey. Hm. Von mir aus, doch, mach doch, was du willst. Oh, hallo, Schädelblüte. Oder was? Eine Magibeere. Na komm. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hey! Du Mistvieh sollst mich kennenlernen! Boah, guck mal, wie viel Damage der macht. Selbst die großen Biester finden in mir ihren Meister. Mendoza, du bist echt nützlich. Komm her. Ja, ich meine dich. Los, zeig's ihm. Du willst dein Gegner sein? Okay. Den letzten Rahmen machen wir auch noch gleich platt. Und dann haben wir... Hat sich's ausgerammert. Bam! Bam! Selbst die großen Biester finden in mir ihren Meister. Ja, Mendoza, du hast unnötig Zwiespruch hier drauf, wa? Aufgepasst! Hä, hey, woran liegt denn das? Ich mach doch gar nichts. Synchronschlag, yay. Das Vieh gibt endlich Ruhe. Finde ich auch. Oh, meine Hände schwitzen mir so extrem. Und es leckt, es leckt, es leckt, es nervt mich.
Guck mal, jetzt läuft's wieder. Warum? Warum läuft's jetzt wieder? Ja, hier sind wir gerade Strand rüber und dann wieder hoch und dann hätten wir sogar die Landschaft auch schon abgegrast. Einen Großteil. Das geht, finde ich, teilweise ein bisschen zu schnell. Ich hätte mir so größere Landschaften gewünscht. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen! Ja, toll. Bäm und... Tja, Riesenkrabben haben halt keine Chance gegen jemanden wie mich. Sag ich doch. Augen, wieso halte ich von denen eigentlich Augen? Das war's dann wohl. Ja, kommst du mal entgegen, Mann. Das sieht doch interessant aus. Gut, ich dachte, das wäre jetzt irgend so ein Spezialkraut, wie es Mutti immer gemacht hat. Aber da habe ich mich vorhin geirrt. Ich irre mich häufiger mal und die Muscheln nehme ich alle mit. Hallöchen, du hässliches Mistvieh. Wisst ihr, wofür das Leuchtding ist? Damit es sehen kann, wo es hinlaufen darf. Also, ich meine, das ist jetzt so wie so ein Kraut. Du hättest natürlich ein Schwein, ein Pferd, eine Karotte vor dem Sabalatz, damit du natürlich zeigen kannst, in welche Richtung. Oh, guck mal hier. Na, sag mal. Also, das tote Tier anwiesen ist nicht cool. Du bist in der Falle. Ja, das war's dann wohl. Ja, will ich auch sagen. Mendoza, aber dass du mitkommst, Mendoza, das ist echt cool von dir. Irgendwas müssen wir ja wieder verarbeiten von den alten Teilen, ne? Mendoza ist zum Beispiel eins davon. Da hat schon jemand auf die Fresse gekriegt. Oh, wie von den kleinen Rackern hier sind. Bäm! Noch ein. Das war's dann wohl. Oh. Mendoza ist schneller fertig als ich. Das ist schon ein bisschen peinlich, finde ich. Weil ich der große Held im Spiel bin und Mendoza nicht. Du sollst mich kennenlernen. Und da liegt schon. Und schon ist Ruhe. Ja, ist gut. Ist gut. Ja, ich will auch kuscheln. Aber jetzt nicht, jetzt nicht. Erledigen wir das zusammen. Boom! Immer die gleichen Fehler. Das Vieh gibt endlich Ruhe. Ach, guck mal, die kommen alle wieder zurück. Interessante Schlagtechnik. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. Wie so eine kleine Hunde, ey, Junge. Kampfdackel ist das. Den habe ich doch schon wieder eingesehen, sag mal. Ich kümmere mich darum. Blöder Sandteufel. Dass du nicht ertrinkst. Ja, das war's dann wohl. Der war aber eher ein Seeteufel. Hey, du. Ich kümmere mich darum. Da kommt der nächste angedackelt. Das war's dann wohl. Gut, gut, gut. Wo haben wir den anderen liegt? Hey, was ist das? Muscheln. Guck mal, da drüben ist die Puerto Sacarico. Wenn ich das mich nicht ganz... Du Mistvieh sollst mich kennenlernen! Oh, das hast du gut gemacht. Der letzte Schlag gehört dir. Ich kümmere mich darum. Wie ist das eigentlich eine Flinte aus dem Halfter ziehen? Ein schmutziger Trick? Und schon ist Ruhe. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Na? Ja gut, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Ich wollte mal probieren, ob ich vielleicht doch treffe. Was haben wir hier? Frauenhelden. Alle Frauen lagen ihm zu Füßen und keine konnte sich seinem Charme entziehen. Als ich nach seinem Geheimnis fragte, verriet er mir, dass er all seine Liebesbriefe mit seiner blauen Feder schrieb. Eines Abends fegte ein Sturm über Taranis.
und wehte die Feder aus dem Turmfenster. Er hat noch lange am Oststrand danach gesucht, sie aber nie wiedergefunden. So, so. Okay. Interessant, vor allem, weil wir gerade in Taranis waren. Ei. Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut, danke. Mhm. Was ist in deiner Tasche? Mein ganzer Kram, den ich zum Überleben brauche. Als diese Schattenbiester angegriffen haben, habe ich den Kopf verloren. Also bin ich gerannt und habe meine Tasche vergessen. Die liegt bestimmt noch da oben im Wachturm. Gleich den Weg hier rauf. Okay. Ich werde deine Tasche für dich holen. Echt jetzt? Okay, das wäre ja großartig. Aber sei vorsichtig. Da oben im Wachturm sind immer noch die Schatten, glaube ich. Toll. Was ist dir deine Tasche wert? Du meinst, wenn du sie mir wiederbringst? Ja. Okay, in dem Fall gebe ich dir 100 Goldmünzen. Von mir aus. Oh, du denkst auch an mich. Ja, guck mal hier, jetzt kann ich wieder Proviant machen. Das wollte ich doch gar nicht, ich will das Fleisch haben. Okay. Das wieder nennen und sammel. Du Mistvieh, sollst mich. Oh, sogar zwei. Das reißt er. Das wurde auch Zeit. Verdammte Schatten. Alter. Die nerven genauso die Mistviecher hier. Wo kommen die alle her? Mann, zum Kotzen mit den Viechern. Ja. Fingerblatt, ja, das ist doch schön. Zähne halten, ja, guck mal, einer Schauer. Guck mal, einer Schauer. Viel besser. Ach du Scheiße, da sitzt einer alleine. Na, wer muss denn da Wache halten? Halt! Wer hat dich geschickt? Was? Ach, vergiss es. Ich sehe schon, du bist keiner von Kommandant Sebastianos Leuten. Yep. Und wenn ich einer von Sebastianos Männern wäre? Dann wäre das sehr schlecht für deine Gesundheit. Ich bin fahnenflüchtig. Ein Deserteur. Noch einer. Und es ist nicht in meinem Interesse, dass der Kommandant weiß, wo ich mich aufhalte. Mhm. Warum bist du desertiert? Weil ein guter Soldat die Pflicht hat, jeden Befehl kritisch zu hinterfragen. Unter meinem Kommando hätte ich dich für diesen Spruch alleine hinrichten lassen. Ei. Wie komme ich nach Puerto Sacarico? Geh weiter Richtung Westen. Da kommst du an meinem Wachturm vorbei. Dann gehst du einfach weiter nach Westen. Wenn du die Palisaden siehst, bist du auch schon fast da. Sehr gut, danke. Mhm. Was ist in deiner Tasche? Mein ganzer Kram, den ich zum Überleben brauche. Als diese Schattenbiester angegriffen haben, habe ich den Kopf verloren. Also bin ich gerannt und habe meine Tasche vergessen. Die liegt bestimmt noch da oben im Wachturm. Gleich den Weg hier rauf. Okay. Ich werde deine Tasche für dich holen. Echt jetzt? Okay, das wäre ja großartig. Aber sei vorsichtig. Da oben im Wachturm sind immer noch die Schatten, glaube ich. Toll. Was ist dir deine Tasche wert? Du meinst, wenn du sie mir wiederbringst? Ja. Okay, in dem Fall gebe ich dir 100 Goldmünzen. Von mir aus. Oh, du denkst auch an mich. Ja, guck mal hier, jetzt kann ich wieder Proviant machen. Das wollte ich doch gar nicht, ich will das Fleisch haben. Okay. Das wieder nennen und sammel. Du Mistvieh, sollst mich. Oh, sogar zwei. Das reißt er. Das wurde auch Zeit. Verdammte Schatten. Alter.
Die nerven genauso die Mistviecher hier. Wo kommen die alle her? Mann! Zum Kotzen mit den Viechern. Ja. Fingerblatt, ja, das ist doch schön. Zehnheiten, ja, guck mal, einer Schauer. Guck mal, einer Schauer. Viel besser. Ach du Scheiße, da sitzt einer alleine. Na, wer muss denn da Wache halten? Halt! Wer hat dich geschickt? Was? Ach, vergiss es. Ich sehe schon, du bist keiner von Kommandant Sebastianos Leuten. Yep. Und wenn ich einer von Sebastianos Männern wäre? Dann wäre das sehr schlecht für deine Gesundheit. Ich bin fahnenpflichtig. Ein Deserteur. Noch einer. Und es ist nicht in meinem Interesse, dass der Kommandant weiß, wo ich mich aufhalte. Mhm. Warum bist du desertiert? Weil ein guter Soldat die Pflicht hat, jeden Befehl kritisch zu hinterfragen. Unter meinem Kommando hätte ich dich für diesen Spruch alleine hinrichten lassen. Dann habe ich ja Glück, dass du hier nichts mehr zu melden hast. Aha. Etwas mehr Respekt vor deinem alten Kommandanten, bitte. Du bist tot und unterstehst jetzt jemand anderem. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Todesurteile gegen harmlose Zivilisten sind nicht im Sinne der Inquisition. Mein Auftrag ist, die Menschheit zu beschützen und nicht der Wahnsinn, den Sebastiano fordert. Mhm. Wenn du desertiert bist, warum bist du dann noch hier? Weil die größte Gefahr auf dieser Insel nicht der Kommandant ist. Die Schatten aus der Totenkopfhöhle sind eine viel ernsthaftere Bedrohung. Und jemand muss sich ihnen entgegenstellen. Ich helfe dir. Todesurteil? Gegen wen? Gegen irgendeine arme Wurst. Horace hieß er, glaube ich. Hat wohl was aus dem Haus des Gouverneurs mitgehen lassen. Aber merkt ihr, Junge, das ist kein Grund, jemanden mit dem Tod zu bestrafen. Mhm. Was kannst du mir über die Totenkopfhöhle erzählen? Sie kam vor einiger Zeit wie so ein fauliger Pilz aus dem Boden. Nur unter hohen Verlusten konnte unser Stoßtrupp bis zu ihrem Kern vordringen. Aber das Erschreckende war dieses komische Portal. Es hat den Kommandanten wahnsinnig gemacht. Scheint ja mächtig was los gewesen zu sein. Na super. Was wäre dir ein zusätzlicher Schwertarm beim Kampf gegen die Schatten wert? Ich mach's kurz. Eine Handvoll Goldmünzen sind dein, wenn du mir den Rücken frei hältst. Aber ich warne dich, das wird kein Kinderspiel. Mhm. Wollen wir gleich machen? Ich helfe dir. Knöpfen wir sie uns vor. Du hast Mumm in den Knochen. Halte deine Waffe bereit und folge mir. Gut. Du Fuß ist aber trotzdem einer. Gut, jetzt. Lass uns weitergehen. Du Mistvieh, sonst Severin! Da hat er recht. Wirklich. Oh! Wo er recht hat, hat er recht. Also, wenn der Sebastian wirklich so durchgeknallt ist, dann ist es aus für die Insel. Ich folge der Severin. Severin, dass wir den wiedersehen. Coole Sache. Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. Macht der Schaden? Naja. Yes. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir... Oha. Boah, das Gewehr ist ja der Hammer. Der Typ ist gut. Wir sind fast da. Dass du mir jetzt ja nicht nervös wirst. Na, da mach dir mal keinen Kopf. Komm weiter. Lass uns keine Zeit ver... Ja, ja. Auf zu quatschen, mehr kämpfen. Ach du Scheiße, schön hier. Ich meine, unheimlich. Oh mein Gott. Komm, wir gehen weiter. Solche Angst. Ja, okay. Der Balken war zu groß für mich, da kann ich nicht drüber springen. Wir mit unseren Superkräften. Ja, auf jeden Fall hat nach vorne geschossen. Ja, ist gut. Wir sollten vielleicht Sebastiano helfen. Sebastiano. Den
toter Dämon. Nur ein toter Dämon ist ein guter Dämon. Schlauer fast. Ich hasse diese Gegend so dreckig und ja. Ich sehe was. Du gehörst mir! Ja, war klar. Bam! Und yeah! So eine Knarre wäre aber auch was Geiles, oder? Bam, bam, haha. Da kommt der nächste. Das wurde noch Zeit, verdammte Schattenbiester. Bedrohliche Schatten, oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Rohes, schwarzes Herz, noch eins. Ach, das ist aber bei uns Versteck. Komm, wir gehen weiter. Ein hervorragendes Versteck bei uns. Das war einsame Spitzenklasse, wenn ich das mal so sagen darf. Wow. Das hat doch bestimmt Megaschloss. Ja, Megaschloss halt. Ne? Schrotpistole, ja gut. Ich hätte wirklich gern ein Gewehr. Ich weiß nicht, ich auf Gewehr. Ich bin echt unsicher dabei. Ja gut, sollte ich wieder mal ein Teleport. Sollte ich wieder mal einen Teleporter finden, dann kann ich es da bestimmt einsetzen. Rum. Was ist los? Es tut gut, den kalten Stahl in der Hand zu halten. Das macht die Jagd viel einfacher. Deine Schattenviecher bedrohen niemanden mehr. Diese Schergen waren verdammt zäh. Hier, du hast es dir ehrlich verdient. Und? Verlässt du jetzt die Insel? Nein. Nein. Ich werde hier bleiben und die Stellung halten. Na dann, viel Glück. Gute Einstellung. Ich finde, das ist einer der Charaktere, der noch am, am realsten eingestellt ist in dieser Situation. Also von, vom Verstand her. Er ist bei vollem Verstand. Er kämpft endlich mal für die guten Seiten der Inquisition. Obwohl die Inquisition hatte nicht wirklich gute Seiten. Aber das lassen wir mal beiseite. Ich weiß nicht, ist es gut hier reinzurennen? Du Mistvieh sollst mich kennenlernen! Ah ja, klasse. Das ist noch einer der gefährlichen. Boah! Also jetzt rein. Ist gut. Kämpft, Mann, kämpft doch mal mit. Ich fass es nicht. Alter! Das geht mir jetzt lang auf den Sack hier mit dem bösen Mistvieh. Ja, das war ja ja mal Oberklasse. Vor allem, wo kommen die Ghouli her? Die habe ich doch vorher nicht gesehen gehabt. Ach, wer weiß, ob das eine gute Idee wieder ist, dass ich hier reinrenne. Aber was es da unten gibt, zeige ich euch in der nächsten Folge bei Let's Play Risen 3. Bis dann!